ihr Lieben. Es ist jetzt der zweite Tag in den USA. Gestern waren wir richtig ausgenockt, zumindest auch ich alle eigentlich. Und gestern haben wir einfach eingekauft und wir sind bei meinem Mann im Büro vorbeigefahren und wir waren mit Ulla ein bisschen draußen und wir haben mir das Haus bezogen, unser neues Airbnb jetzt für eine Woche. Und unsere Maklerin war gestern auch noch da, die Christy. Und wir sind so ein bisschen was durchgegangen, weil wir müssen in einer Woche hier raus. Wir haben die Option zu verlängern. Trotzdem wollen wir jetzt erst einmal auch in ein anderes Mietobjekt nochmal zum Übergang, bevor das richtige House-Hunting beginnt. Weil das ist alles nicht so einfach, das muss alles Schritt für Schritt gehen. Und ich zeige euch heute später auf jeden Fall das Haus. Jetzt habe ich mir erstmal einen Kaffee gemacht. Und das ist mein Kaffee. Ich trinke ihn aus einer Tasse, die ich geschenkt bekommen habe, kurz bevor ich weggeflogen bin. Sabrina hat mir den nämlich geschenkt. Vielen Dank, Sabrina. Ich liebe diese Tasse. Ich wollte ja nichts mitnehmen, aber die habe ich in Handgepäck mitgenommen, weil ich das so schön fand. Ich habe die bei Sabrina nämlich gesehen und meinte, oh, das ist eine tolle Tasse. Und sie so, nimm mit, nimm bitte mit. Und ich so, oh Gott, ich kann nichts mitnehmen, nimm sie mit irgendwie. Und dann habe ich sie doch mitgenommen und wunderschön. Danke, Sabrina. Ich trinke jetzt hier meinen Kaffee da draus. Was willst du essen? Er will Melone essen. Hier gibt es nämlich schon Melone und die ist richtig lecker. Und wir essen jetzt Melone. Melone ist eine gute Idee. So, bitteschön, Melone. Mm. Kriege ich auch was ab vielleicht? Nein. Nein? Kriege ich gar nichts ab? Echt nicht? Du bist ja einer. Mhm. Ich habe noch eine halbe Melone da hinten. Hole ich mir eine eigene Melone? Na gut, denk bitte. Nein, alles gut. Ja, ich habe uns jetzt ein bisschen Melone aufgeschnitten und die ist richtig, richtig lecker. Jedenfalls liebt mein Sohn Wassermelone und wir haben jetzt hier in den USA die Wassermelonsaison eröffnet. Aber auf jeden Fall hatte der Bioladen die schon. Und ich habe gesehen, es gibt bis jetzt zwei Biomärkte hier sozusagen, Bio-Supermärkte. Einmal Whole Foods und einmal Trader Joe's heißt das, glaube ich. Weiß ich nicht genau, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ach nee, ich habe noch einen dritten gesehen. Als wir nach Nashville reingefahren sind, habe ich noch Sprouts gesehen, glaube ich. Muss ich auch noch mal hin. Ich werde jetzt nach und nach einfach die Sachen abklappern und es einfach mal kennenlernen und gucken. Auch so ein bisschen die Preise vergleichen. Und ja, ist total spannend. Muss mich erst neu orientieren, aber das kriege ich schon hin. So, wir haben gestern ein Bio-Brot gekauft und ich habe mir jetzt ein Brot gemacht mit veganem Frischkäse und einer Marmelade. Genau, da habe ich diese hier mitgenommen. Ich muss aber sagen, dass es die zwar lecker, aber nicht das, was ich erwartet habe. Die schmeckt so ein bisschen so, als wenn man, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber es schmeckt so ein bisschen, wenn man im Urlaub ist im Süden. Schmeckt so ein bisschen so, aber es ist völlig okay. Ich habe mich halt vergriffen. Ich fand das Glas so schön und die Aufmachung fand ich auch sehr gut. Kommt aus Frankreich. Ja, ist nicht so das Nonplusultra für mich persönlich, aber sehr, sehr lecker. Und hier ist der vegane Frischkäse. Ja, das ist erstmal das, was ich gleich esse. Aber ich habe noch andere leckere Sachen gekauft. Und falls ich mir gleich noch was mache, jetzt habe ich erstmal Lust zum Kaffee ein bisschen, ja, auf dieses Brot hier, sollte ich mir noch was machen, sage ich euch Bescheid. So, hier kommt man also rein. Hier liegt schon mal ein Football vor der Tür und hier sind so schöne Liegestühle. Und dann kommt man hier rein und dann geht man rein und dann ist man schon drin in der guten Stube. Ich schließe mal ab, damit wir unsere Ruhe haben. Wenn ihr hier was futtern hört, ist das Ulla. Da habe ich mir gerade was zu essen gegeben. Also man kommt rein und man kommt gleich auf diese tolle Treppe zu. Da gehen wir aber gleich hin. Und das hier ist die Haustür mit einem Fenster davor, ganz normal, würde ich sagen. Und das ist das Haus jetzt für die nächste Woche. Hier kommt man auch rein, hier ist gleich so ein riesen Flur, hier haben wir wunderschönen Holzboden. Und ja, also hier ist die, wir haben noch nicht aufgeräumt Ecke. Wir sind nämlich noch nicht lange hier und wir müssen das noch wegräumen. Hier haben wir erstmal Gummistiefel, Hundeleine, Sporttaschen. Dann ist hier, man kommt hier rein, gleich das Wohnzimmer mit so
ja, mit so einer Ledercouch und so einer Möchtegern-Holzwand. Also ist gar nicht mein Geschmack, muss ich sagen. Und man hat ja auch oben so einen riesen Ventilator, weil es hier eben auch eine Gegend ist, die einen sehr heißen Sommer hat. Ja, das finde ich jetzt nicht so mega schön, aber es ist irgendwie auch wohnlich. Dann ist hier der Kamin und mit einem mega Fernseher darüber. Ich stehe ja nicht so auf so große Fernseher, aber generell sind die Fernseher hier sehr groß in den USA. Also hier ist irgendwie alles sehr groß. Ja, da wir uns hier in der Nähe von Nashville befinden, das ist ja praktisch die Hauptstadt der Musik, gibt es natürlich auch eine Gitarre, die meine Kinder auch schon ausprobiert haben. Und hier ist noch ein Kamin. Und wir haben hier in der Wohnung oder im Haus vielmehr richtig schön Lichteinfall. Hier kommt man dann rein. Hier ist alles sehr offen gehalten. Und hier ist der Esstisch. Und hier ist dann gleich die große Küche mit einer Bar, wie man das aus amerikanischen Filmen kennt. Und hier haben wir uns ein bisschen ausgebreitet schon. Ich habe eben gerade ein bisschen gearbeitet. Hier ist mein Laptop. Und hier ist die Coffee Bar. Hier gibt es so eine eigene. Hallo Ulla, hat's geschmeckt? Ja, hier ist so eine eigene Coffee Bar mit einer Kaffeemaschine. Ja, hier in Amerika sind Kapselmaschinen sehr verbreitet, habe ich mir sagen lassen. Und hier sind jede Menge Kapseln. Ich habe mir aber noch Bio-Kapseln gekauft, weil ich nutze jetzt die Maschine gerne. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir noch hier sind, aber wenn es hier schon steht, nutze ich es. Hier ist eine Speisekammer, was ich auch sehr schön finde. Ich mache euch mal Licht an. Wir haben nämlich auch schon ein bisschen eingekauft. Also hier ist so eine Abstellkammer, finde ich aber richtig cool, weil jede gute Hausfrau weiß, dass man manchmal Sachen irgendwo hinpacken muss und man will die auch nicht liegen lassen. Und dann packt man es einfach hier rein. Hier haben wir so ein paar Vorräte jetzt, ein paar Avocados, Reismilch. Ich habe tatsächlich doch auch deutsches Brot gekauft. Und so haben wir so ein paar Dinge, die hier liegen und naja. Ja, ich finde es ganz praktisch. Es ist zwar nicht übermäßig schick, aber ich finde es toll, wenn man so einen Raum hat, wo man einfach die Tür zumachen kann. Und seht ihr, es sieht schick aus und niemand weiß, was dahinter ist. Ja, hier ist die Küche, Laptopwasser. Ich habe eben gerade so ein bisschen angefangen, das Video schon zu schneiden, was ihr jetzt hier sehen werdet. Und ja, die Küche ist ganz normal ausgestattet mit so einem Spülbecken, schon ein bisschen dreckiges Geschirr. Ja, wir haben hier einen ganz normalen Herd, würde ich sagen. Der hat halt so hier oben, macht man den an, ist schon so ein bisschen anders, weil es wird auch Fahrenheit angezeigt und nicht Celsius. Und es ist so ein bisschen tricky, ehrlich gesagt, weil ich überhaupt noch gar keine Ahnung von diesen Dingen habe, aber es gibt so Voreinstellungen und dann folgt man der Intuition. Und also wir haben was gekocht heute Mittag und es hat geklappt. Mikrowelle, die ich immer nicht benutze. Ich benutze nie Mikrowellen. Klar, eine Mikrowelle geht zwar alles schnell und so, aber ich bin kein Fan von schnell. Also Mikrowelle brauche ich nicht. Würde ich mir auch nicht so anschaffen, wenn ich mir ein Haus selber einrichten würde. Mikrowelle ist so eine Sache, die ich nicht brauche. Dann hänge jede Menge Ladegeräte rum, Ladekabel, und ich habe so von meinem Mann noch Adapter geschenkt bekommen, weil ich natürlich alles mit diesen Steckern hier habe. Und hier sehen die Steckdosen nämlich so aus. Na, hier braucht man Adapter für seine Geräte und ohne die geht hier gar nichts. Also schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber mein Mann hat ja an mich gedacht und hat mir diese Dinger hier geschenkt. Ja, hier schon wieder ein Ladekabel, hier lädt der Zweitakku von meiner Kamera. Hier haben wir einen riesengroßen Kühlschrank. Rechts ist jetzt hier Kühlung, links ist, wie heißt das, Gefriereinheit. Dann geht man hier hin, hier ist eine riesengroße Garage, die wir zurzeit nicht nutzen, weil wir sie nicht brauchen. Hier ist also eine Riesengarage. Riesengarage, Riesengarage, Riesengarage. Und hier ist auch noch ein kleines WC. Aber wir haben keine Autos hier. Unser Auto steht vor der Tür. Von der Garage geht es in den Garten. Und die Kinder haben hier so ein bisschen Ball gespielt. Aber ist jetzt nichts, was wir jetzt hier benutzen. Hier habe ich für Ulla so eine kleine Fress- und Schlapperecke eingerichtet. Und hier liegt Ulla auch ganz oft, wenn sie ihre Ruhe haben möchte. Ja, und dann geht es hier praktisch wieder zurück. Ja, dann geht es hier, ist ein WC
Muss man Licht anmachen. Wo ist das Licht? Das ist die Lüftung. So. Hier ist ein ganz normales WC. Unter der Treppe. Reicht vollkommen. Klein und fein. Ja, dann geht man hier wieder raus. Und da würde man praktisch jetzt wieder zur Haustür gehen. Aber wir gehen mal hier rein. Hier ist abgedunkelt, weil hier ist unser Schlafzimmer. Ja, hier ist das Schlafzimmer. Hier ist unser Bett. Und hier sind die zwei Fenster zur Straße. Wir haben uns hier so ein bisschen ausgebreitet. Ja, und es gibt 1000 Kissen auf dem Bett, wie das sich für ein amerikanisches Bett gehört. Wir haben die Hälfte der Kissen runtergeräumt, weil wir dachten so, oh Gott, also wir müssen ja auch noch irgendwo schlafen. Und jetzt haben wir uns das so ein bisschen so aufgeschüttelt. Hier liegen wieder unsere Sachen, weil wir wollen nicht ganz auspacken, weil wir einfach nicht lange in diesem Haus bleiben. Und wir haben uns jetzt nur das Nötigste jetzt zurechtgelegt. Sieht echt schlimm aus, aber letztendlich lohnt es sich nicht, richtig auszupacken. Und hier haben wir wieder den dicken Fernseher. Ja, dann kann man nämlich vom Bett aus schön Fernsehen gucken. Und das ist ja überhaupt nicht meine Welt, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also ich weiß, dass viele Menschen das machen und ich weiß, dass es sicherlich auch gemütlich, wenn es mal so ist, aber ich mag gar nicht vom Schlafen gehen. Fernsehen. Das ist so eine Sache, das finde ich nicht schön. Also für mich nicht schön. Für andere finde ich das schön, wenn man es liebt, aber ich denke mir immer so, boah, ne, wie langweilig. Aber ich gucke ja auch nicht gerne Filme. Ich mache andere Sachen lieber. Also und hier geht es dann ist in den Badbereich. Es ist ja ganz typisch, dass man oft so ein Bad en Suite hat und das finde ich jetzt auch ganz cool gelöst. Also hier ist so eine Tür, hier ist das Bad praktisch und hier ist noch so eine schöne, so ein schönes, wie heißt das, so eine schöne begehbarer Kleiderschrank. Der ist jetzt natürlich nicht richtig ausgebaut, sondern einfach nur Regale reingestellt. Hier trockne ich gerade so ein paar Pullover und hier habe ich mir die Sachen für morgen schon zurechtgelegt und also hier könnte man sich schon seinen Kleiderschrank einrichten. Finde ich super praktisch, weil man sich im Bad eben ja auch anzieht normalerweise und ja, finde ich total cool. Dann haben wir hier ein WC separat und das finde ich auch ganz cool eigentlich. Kann man auch mal die Tür zumachen. Hier ist ein Fenster drin. Hier ist irgendwie kalt, ich weiß nicht warum. Lüftung ist vielleicht an. Ja, so sieht's aus. Wieder so schicke Leuchten und hier ist ein Doppelwaschtisch. Ja, wunderbar. Und hier ist eine Badewanne, wer möchte. Auch ein großes Fenster mit so Milchglas. Und hier ist die Badewanne, wer baden möchte. Und hier ist so eine riesen Mega-Dusche. Also das ist ja hier fast schon ein Spa-Bereich. Also gegen unsere Dusche ist das hier ein Spa-Bereich. Aber ich meine, unter der Dusche duscht man ja auch. Riesendusche, so ein riesen Rain-Shower-Ding, Riesending. Und hier ist nochmal eine normale Dusche und hier ist auch schon Shampoo bereit und hier muss man nichts mitbringen. Also hier ist so ein riesen Spa-Bereich, finde ich schön, brauche ich persönlich nicht, weil Dusche ist Dusche. Es ist zwar schön, sowas zu haben, aber ich brauche sowas nicht. Aber wenn man es haben kann, warum nicht? Hier geht es dann zum Waschbereich, finde ich auch ganz praktisch, weil man zieht sich ja auch in der Dusche aus, man hat hier Dreckwäsche, Dreckklamotten, man zieht sich an und aus, meistens im Badezimmer oder man geht dahin, wo die Wäsche eben ist. Und hier ist dann gleich praktisch die Waschküche. Ja, hier ist relativ schmal, aber hier sind dann Waschmaschine und Trockner, beides relativ groß, wie man das aus Amerika erwartet. Also Riesentrommeln, mega. Das hätte ich mal vor ein paar Jahren gebraucht, als die Kinder noch so klein waren und man noch mehr gewaschen hat. Und das ist auch so ein Trockner. Ich habe heute 60 Grad Wäsche, wie heißt das, getümmelt und das war wirklich in 30 Minuten trocken. Bei mir zu Hause hat es immer Stunden gedauert. Mal Licht aus, geht's hier wieder raus und dann sind wir wieder praktisch im Küchenbereich. Gut, dann gehen wir wieder hier lang. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Treppe hoch. Das ist der untere Bereich, das Haus ist irre groß. Ich weiß jetzt nicht, mach nochmal das Licht aus hier im Schlafzimmer. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter, aber das ist, ich finde es riesig. Ich weiß nicht, guck mal. Ich weiß es nicht genau, aber es ist ganz schön groß. Wir gehen mal die Treppe rauf. Richtig cool. Eine schöne Holztreppe. Mag ich richtig gerne.
Und hier kommt man dann hoch und ich finde das Geschoss richtig, richtig schön. Kommt man hier rein und ja, ich finde es so typisch amerikanisch irgendwie. Hier ist so ein kleiner freier Bereich, hier kann man rausschauen. Und die Kinder haben die Jalousien schick gemacht. Ja, hier kann man dann rausgucken auf unsere schöne Straße. Hier sind richtig schöne Häuser auch in der Nachbarschaft. Manche Häuser sehen auch richtig komisch aus. Irgendwie, aber manche sind auch richtig schön. Gut, dann gehen wir hier in das erste Zimmer. Wunderschön. Ich finde auch, es ist auch eines der schönsten Zimmer hier. Richtig tolles Licht. Und hier wohnt meine Tochter. Richtig toll und mit zwei großen Fenstern und einer tollen, ja, Kleiderkommode. Richtig, richtig schick. Aber das Zimmer ist wunderschön. Und natürlich auch der Deckenventilator, wenn es so richtig warm wird hier im Sommer. Ja, und das finde ich hier sehr schön gelöst. Also hier ist praktisch ein eigenes kleines Bad mit einem eigenen kleinen Waschbecken. Und hier ist ein kleiner Spiegel. Kann man dann gleich sehen, wie man dann morgens ausschaut. Dann geht es weiter und dann hat man hier die Toilette. Genau, der Toilettenbereich. Hier in so einem kleinen Schrank sind jede Menge Handtücher. Richtig schön. Kann man auch zumachen. Und hier ist so eine kleine Badewanne. Die ist so mittelgroß. Ist wahrscheinlich auch gedacht eher für Kinder oder für Jugendliche. Und finde ich auch richtig schön, dass man hier eine Möglichkeit hat zu duschen. Zu duschen oder zu baden. Weil oft ist es ja so, dass das erste Obergeschoss für den Nachwuchs und für die Kinder gemacht sind. Und dann kann man also von beiden Seiten hier ins Bad gehen. Einmal von hier und einmal von hier. Man teilt sich hier praktisch die Dusche und die Toilette. Und jeder hat aber sein eigenes Waschbecken. Und hier kommen wir ins nächste Zimmer. Hier wieder auch eigener Waschtisch, eigener Spiegel. Hier geht es wieder zurück ins Bad. Und dann ist hier noch ein Zimmer, das Zimmer von meinen Söhnen praktisch. Ein Riesenbett und ein anderes Riesenbett. Mensch, warum haben die heute nicht ihre Betten gemacht? Die wussten doch, dass ich eine Roomtour drehen will. Aber es ist so, mit Kindern ist nicht immer alles ordentlich. Ja, auch ein wunderschönes Zimmer. Und ich habe mal eben ein bisschen aufgeräumt. Und diese Tür ist verschlossen, weil auf dem hinteren Haus noch eine Wohnung ist. Genau, und ich glaube, das ist der Durchgang dafür. Jedenfalls ist es verschlossen, aber es reicht total. Das Haus hat auch noch einen Dachboden, aber da gehe ich nicht rauf. Wer weiß, wer da wohnt. Genau, und das geht dann wieder hier runter. Das Haus ist wirklich sehr, sehr hell. Finde ich sehr, sehr schön, obwohl es gerade zu hell. Ich mache mal Licht aus. Und wunderschön, finde ich. Jedenfalls geht es hier dann wieder runter. Und dann sind wir hier wieder praktisch im Wohnzimmer. Ja, richtig, richtig schön. Und hier liegt Uli. Und ich lüfte mal eben so ein bisschen durch. Hier war es echt nicht ganz schön warm. Ja, das war sozusagen die kleine Roomtour. Heute ist es auch so ein bisschen wärmer. Am Tag der Ankunft, als wir morgens angekommen sind, klar, es war nachts, es war super kalt. An dem Tag war es aber auch sehr kalt. Heute ist schon ein bisschen wärmer. Die Sonne ist super rausgekommen und man merkt, in der Sonne ist es sofort richtig warm. Also in der Sonne sind sofort 22 Grad. Richtig angenehm, also Frühlingstemperaturen. Und das ist natürlich auch eine gute Sache hier, ne? Das Wetter ist tendenziell besser und es sieht auch hier so aus, als wenn das Wetter sonst hier besser wäre. Also die Vegetation ist hier mega schön und mega cool und ja, aber ganz andere Bäume, ganz andere Büsche, ganz andere Sträucher, auch die Farbe der Sträucher. Hier gibt es auch ganz andere Vögel, die sind so orange. Also man merkt schon, dass man hier woanders ist. Manche Dinge finde ich sehr ähnlich und gleich und bei manchen Dingen denke ich,
Hä? Ja, ihr Lieben, obwohl ihr weit weg seid, fühlt sich es relativ nah an. Vielen Dank für eure zahlreichen Zuschriften, Mails und Kommentare. Und habt ihr eigentlich schon ein schönes Frühlingsrezept gekocht? Wenn ja, schreibt es mir unten in die Kommentare, was das war. Habt ihr Spargel gemacht? Kocht ihr schon mit Bärlauch? Ja, schreibt es mir mal rein. Meine 6 E-Books sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Also, falls du dir das richtig gut gehen lassen möchtest mit tollen Rezepten, da bist du genau richtig. Und wir sehen uns schon ganz bald wieder in meinem neuen Video.